Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir gucken mal. Ich habe jetzt mal ein bisschen was vorbereitet. Ja. Ich habe immer ein bisschen die Regale versucht zu füllen, bis auf Aluminium. Da kam irgendwie nicht so viel bei rum. Nicht erschrecken. Ich habe immer ein bisschen was gebaut. Und zwar, ich will mal versuchen. Ich habe gesehen, dass man die Gewächshäuser auf Plattformen stellen kann. Und mir ist das da hinten viel zu weit weg. Deswegen versuchen wir mal, das Gewächshaus hier drauf zu stellen. Dann haben wir es direkt neben dem Haus. Und dann gucken wir mal. Einen Zaun habe ich auch ein bisschen erweitert. Ich habe auch schon in den Zaun überall alles reingesteckt. Bis auf einen Holzscheit, dass wir das zusammen machen können. Aber bevor wir das machen, schnappe ich mir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kupferbarren. Weil die haben noch hinten am Gewächshaus gefehlt. Und dann gucken wir mal. Alter, wie geil. Wie geil. Und man kann nämlich das Gewächshaus nehmen und verschieben. So, lass mal gucken. Können Sie ein bisschen mittig setzen. Sieht doch nice aus, oder? Oha. Nerv mich nicht, ich habe keine Zeit. Alter, sieht das geil aus. Weil wir haben nämlich auch schon, lass mal gucken, Oktober. Das heißt, es ist bald soweit. Ja, nice. Das Einzige ist ein bisschen hier, dass das Zeug hier rausguckt, aber ansonsten. Geilomat. Geil ist das denn? Und wenn wir jetzt da hinten noch dieses. Schön mit dem Wasser, der Idiot. Auf alle Fälle. So, für alle Fälle. 10 Aluminiumbarren und 8 Elektro. Also das Ding müssen wir auch noch fertig bauen. Da brauchen wir noch einen Haufen Alu und die Elektroteile. Die Elektroteile waren ja das Problem. Das sind die hier. Und da brauchen wir einen Kupferbarren, einen Plastik, einen Kobalt. Und da brauchen wir 8 Kupferbarren, 8 Kobaltbarren und 8 Plastik. Das wird eine sportliche Geschichte. Aber ist ja wurscht, wir können die erstmal auch so befüllen. Natürlich braucht es auch noch 100 Strom, also von daher müssen wir auch noch Strom machen. Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal das Gewächshaus, können wir ja dann von Hand befüllen. Das ist schon mal auf jeden Fall nice. Dann können wir auch gleich hier oben das Teil hier, das hier oben steht. Lass nochmal kurz gucken, dann lassen wir wenigstens mal ein bisschen, weil ich glaube, wenn ich das nämlich jetzt wegnehme, ist es nämlich gleich leer. Dann lass uns das mal hier hinstellen. Ah, doch, ja, ne? Ja, ist leer. Hab's gewusst. So, dann haben wir wenigstens hier eins, damit es noch ein wenig regnet. Bei Schnee geht, glaube ich, auch rein. Ja, ich habe gedacht, das müssen wir auf jeden Fall hierher holen. Das Wasserhäuschen werde ich dann vielleicht hier irgendwo hinstellen, wenn es geht. Mal gucken oder irgendwo anders hin. So, dann lasst uns mal den Zaun zusammen machen. Apropos, es ist ja, war ja Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, seid recht beschenkt worden. Hattet trotz den ganzen Umständen, sage ich jetzt mal, trotzdem angemessenes, schönes Weihnachtsfest. So. Zack. So. Zaun muss auf jeden Fall fertig werden, bevor hier die Vampis kommen. Oh, oder der Wolf natürlich. Hoffe, es gab was Leckeres zu essen an Weihnachten. Oh, ich habe ganze Weihnachtsfeiertage geschlemmt. Wie ein großer. War so voll gefressen. War so abartig voll gefressen. Aber es war wie immer sehr lecker. Hallo? Ausdauer. So, sehen wir ihn irgendwo? Nee, ne? Doch, da vorne. Zack. So. Und noch ein Pfeil. So. Stein nehmen wir natürlich auch mit, ist wichtig. Ja, ich habe mir gedacht, sieht zwar irgendwie witzig aus, wenn es da in der Ecke steht, aber trotzdem möchte ich schon alles relativ zentral bei mir haben. Deswegen habe ich jetzt gedacht, wir bauen das jetzt da schön auf dem Fundament hin. Sieht auch nice aus, finde ich. Hallo? Doch, doch.
Nur ist da. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Junge. Entschuldigung, ich hab's gewusst, Mädchen. Oh, 3 Kupfer. Sehr gut. Aber nehme ich schon mal welche. Doch, das sieht nice aus. Also, das haben sie echt schön gemacht, ne? Muss ich wirklich zugeben. Haben sie wirklich schön gemacht. Muss ich mal ein Foto machen, oder? So schön, wie das ist. Doch, nice, nice. Also, ist fürs Tor, brauchen wir noch Kupferbarren, ne? Brauchen wir auch wieder Kupferbarren. Jetzt habe ich alles schön gerade besorgt und jetzt muss alles wieder weg. Das ist auch nervig. Strom, die Geschichte Strom müssen wir uns auch wieder ein bisschen mehr kümmern. So, aber wir sind ja fast durch. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Waage. Kommen wir nicht durchs Tor? Ah, mittlerweile kommen wir durchs Tor. Sehr nice. So, haben wir hier nochmal eine Wagenladung. Dann müssen wir eigentlich soweit durch sein. So. Sehr schön. Ich habe auch schon wieder auf Steam gelesen, auf der Infected-Seite, dass der Entwickler jetzt schon ankündigt, dass er in den nächsten paar Tagen schon mal raushaut, was uns denn alles in der 7.0 erwartet. Also der ist, leck mich am Arsch, die sind, der oder die sind ganz schön auf Zack, ey. Weißt du, kaum die V6 raus, kaum die V5 rausgeknallt, dann die V6 hinterher und jetzt schon wieder am Zeigen, ach, ist eine fehlt noch. Und jetzt schon wieder am Ansagen, was sie in der V7 alles machen wollen, also ist jetzt nicht schön, aber selten. Ja. Doch, kann man lassen. Kann man lassen. Oh, wir haben ja noch 2 Wände, die wir auch noch mit Dingen machen müssen. Ja, dann. Auf Guides. Die müssen wir auch noch machen. Also da bin ich auch noch mal gespannt, was er dann in der V7 reinmachen will. Da bin ich gespannt. So, lass mal gucken. Alu. Waren, glaube ich, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl. So, haben wir das andere auch. Sehr nice. So, lala. Dann lass mal gucken. Draußen war doch... Hier hatten wir noch... Ah, genau. Ölsauger. Der läuft aber nicht schnell. Ja, der ist schon wieder aus, weil wir zu wenig Strom haben. Das heißt... Halt hier Stein. Nehmen wir mal mit. Weil wir zu wenig Strom haben. So ärgerlich. So, lass uns erstmal hier... ein Stück Fleisch verrotten lassen. Knochen rüber, das rüber. Dann... was ist das noch rüber? Nein, leider nein. Hier noch. Den Käse schmeißen wir da rein. Haben wir jetzt auch genug. So, dann können wir hier gleich mal weitermachen. Hier waren auch noch die Kupferdinger. Das ist dann wieder ein Kupferbarren. Läuft bei uns. Zack. Einmal Kupfer. Halt. Einmal Eisen. Dann Stein. Stein. Oh, das ist auch schon wieder durchgelaufen. Das ist der Wahnsinn. So. Ah, hier haben wir noch ein Eisen. Sehr schön. Und es geht genau auf. Ja, läuft doch. So, was ich auch noch draußen gesehen habe. Unseren Extraktor. Unseren Extraktor. Da wir unseren Extraktor jetzt erstmal hier stehen haben, würde ich sagen, zack und an. Wir gucken einfach mal, was er so bringt. Oh, wir haben sogar noch Eisen übrig, das ist sehr gut. Können wir den so stehen lassen? Ja. Er braucht wenigstens... Ach, es wäre so schön, wenn das andere Zeug nicht unbedingt Strom bräuchte, sondern auch hier das andere. Wäre echt nicht schlecht. So, wir haben jetzt noch übrig 5 Eisen. Hier sind Eisen drin.
Stromgeschichte. Wie vielen hier? 5 Eisen. 4 Kupfer, 4 Kobalt, 5 Alu. Da müssen wir gleich nochmal zum Alu-Spot. 4 Kupfer, 4 Kobalt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, fehlen noch 3 Alu. Da müssen wir gleich nochmal zum Alu-Spot laufen, ja. Hilft alles nichts. Hier fehlen noch Elektro. Ja. Jetzt haben wir noch 2 Kupfer. Könnten wir hier reinmachen. Ansonsten. Hier sind noch 5 Eisen und Plastik. 3 Kupferbarren für den Kühlschrank. Oh Mann, ey. So, das bringt aber nichts. Ja, genau. Wasserhäuschen muss eingeschaltet sein. Aber es sieht ja auf jeden Fall schon mal nice aus. Also. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, dann lass uns mal. Warte. Nee, halt. Das ist übrigens richtig gesehen draußen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Nee. Da vorne was von 100 stand. Nee, gut. Hallo? Ist da gerade ein Vogel rausgerannt? Die Sau. So, dann lass uns mal die restlichen getrockneten Ziegel nehmen und ein bisschen die Wände verstärken. Ne? Zack, zack, zack. So, wenn wir das gemacht haben, latschen wir nochmal zum Alu-Spot, hätte ich gesagt, und gucken mal. Ich war da zwar erst gestern, aber wir bräuchten ja nur 3. Ich bin überladen. Macht mir nix. Na komm. Also da können wir gleich noch was auf die Pfanne legen. So. Dann einmal weg. Einmal drauf. Zack. Jawollo. Läuft ja wie ein Länderspiel. Da geht noch mehr. Ja, da geht noch viel mehr. Können wir oben sogar noch anfangen. Zack. Zack. Oh, die Fenster müssen wir hier oben auch mal machen. Ah, das war's. Okay, wie viel haben wir noch? 6. Haben wir nicht unten noch welche gehabt? Eine. Ja, es bringt nichts. Da braucht man mindestens 8, ne? Ja. Gut, dann ist das so. So, wie schauen die Werte aus? Schwierig. Schwierig. Das heißt, wir trinken was. Wir essen was. Trinken noch was. Und dann gucken wir mal schnell ans Lagerfeuer. Da haben wir nämlich noch sauberes Wasser. Einmal. Zweimal. So, 2 Holzscheide lang. Und an. So. Einziger Nachteil ist, wenn wir jetzt raus wollen. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Wir wenden Trick 17 an. Im Alu-Spot. Zack. Das Unterwasserschaf. Wahnsinn. So, was läuft hier unten? Ein Wimpy. Na? Aber unseren Pfeil hat er gefressen, der Sack. Ach, toll. Was will ich denn hier mit so 2 so Altdingen? Das sieht doch keinen. Hier wollen wir lang. Genau. Hier geht's lang. Wir haben schon 141 Ausdauer. Jawohl. Und wir sind schon wieder auf 101 Leben. Läuft bei uns, hä? Also langsam, essenstechnisch, komm mal gut rum. Essenstechnisch läuft's. Wenn es jetzt noch mit dem Strom läuft, wäre es perfekt. Das ist das Einzige, wo es bei uns noch ein bisschen hapert mit dem Strom.
Aber es liegt an den Ressourcen. Es liegt einfach nur an den Ressourcen. So, ich hoffe, da ist jetzt genug Alu drin. Und wir brauchen wieder Kupfer. Ich glaube echt, dass wir die zweite... einen zweiten Instructor auf Kupfer stellen. Ja, siehst du, läuft. Zack, kommen hier noch was rein. Und dann geht's wieder zurück. Also ist da mal gleich ein bisschen Alu. So, warte mal, wenn wir schon hier sind. Lass uns noch einen Stein bitte nehmen. Weil bei uns sind ja nicht mehr so viel. Unsere schöne Schmelzen. Aus. Geht noch einer, oder? Nope. Schade. So. Sind wir richtig? Wir sind richtig. So, für alle Fälle nehmen wir mal den guten alten Speer. Oh. Natürlich nehmen wir alles mit. Hallo? Ah, jetzt sind wir wieder überladen. Scheiße. Bin nicht dran gedacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So. Dann schmelzen wir jetzt das Alu ein. Was haben wir überhaupt? Tag 23, morgen ist wieder Schwarm. Dann schmelzen wir jetzt das Alu ein. Dann können wir oben die Solarpanel endlich fertig machen. Dann haben wir da nochmal Strom. Was geben die? Ich glaube 40, oder? Geben die 40? Das ist gar nicht mehr. Ah, hier, guck. Gucke meiner. Da können wir gleich noch ein wenig Fisch. Ne, können wir. Ja, doch, komm. Bisschen was. Oder auch nicht. Wenn sie zu weit weg sind. So, aber jetzt müssen wir außen rum. Jetzt müssen wir hier außen rum. Aber es sieht trotzdem gut aus. Also, mir gefällt's. Mir gefällt's. Doch. Sieht sehr gut aus. Man kann auch hier durch, ne? Zack. Sehr nice. So. Dann schmelzen wir gleich das Alu durch. Das brauchen wir. Wichtig. Ah, da haben wir nochmal einen Kupferbarren. Auch sehr gut. Die sind ja aus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann nicht sein, dass meine Schmelzen hier aussehen. So. Einmal. Zweimal. Oh, noch einer. Sehr gut. So, wie schaust du aus? Du bist noch halb. Dich habe ich gerade voll gemacht. Das heißt hier, hier. Restlichen Steine schmeiße ich hier rein. So, dann haben wir das kann weg. Der Fisch kann. Ja, wo ist der jetzt hin? Als einmal, ne? Als einmal. So, der kann auch mit. Sehr gut. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Sehr nice, Biofuel. 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, die geht 3, 3, 38, ziehen wir uns mal eine Dose rein. Da haben wir wieder 4 Stück, sehr geil. Boah, dieser Donner, ich liebe, liebe es. Zack. Kohle kann wieder hier rüber erstmal. So. Wie schaut's aus? 1, 2, halt. Gleich wieder befüllen, sonst geht hier gar nichts. 1, 2. 1, 2. Die Samen da drauf liegen. So. Und dann haben wir doch oben unseren ersten
Solarpanel fertig, oder? Ob ich das jetzt richtig sehe. Wäre mal richtig nice. So, ein Eisen hier rein. Und dann gehen wir mal hoch. Schwuppsdiwupps. 1, 2, 3. Ja, Mann. Ein Solarmodul. Sehr geil. So, was haben wir jetzt? Gelagerter Strom 6. Eingangsstrom. Aber normalerweise müssten wir ja haben. Ist jetzt, weil keine Sonne da ist, aber normalerweise müssten wir haben halt platzierbare Strom 20, 40, 80. Ist aber auch noch zu wenig für den Ölsauger. Scheiße. Was fehlt uns hier noch? 4 Eisen, 4 Kupfer, 4 Kobalt. Zack. 1, 2, 3, 4. So, 4 Kupfer und 4 Eisen. 4 Eisen kriegt man eigentlich relativ schnell, aber die Kupfer wieder nicht, ne? Was hier? Fundament ist kaputt. Was? Ja, Kupfer brauchen wir. Ja, gehe ich nachher nochmal offscreen. Gehe ich nochmal rüber an den Kupferspot. Guck, was da noch alles Schönes rumliegt. Ob wir da noch ein bisschen was abgreifen können. So. Du bist auch fertig. Halt. Dann ist auch schön, dass jetzt immer die ganze Flasche weg ist, sondern nur noch eins. Das haben sie auch gefixt. Das ist sehr gut. So. Ansonsten, was brauchen wir hier? 10 Pflanzenfasern, 5 Eisen. Steine nicht vergessen. Müssen wir auch gleich wieder welche holen. Ja, ein Licht machen wir draußen mit den Eisenbrocken. Komm. Ein Licht können wir schon machen. Jetzt draußen wenigstens ein bisschen heller wird. So. Dich machen wir hier wieder rein. Zack. Und du hier rüber. Damit wir ein Lichtchen hier schon mal haben. Wenn wir hier schon mal die Pflanzenfasern reinschmeißen. So. Ja, das heißt 23. Schon November, ne? Es ist schon November. Das heißt, wir sollten unsere Beete nach drüben verfrachten. Das heißt, einmal schauen wir doch mal, wie schön das da drin ist dann, ne? So. Ein Beet. Zwei Beetete. So, aber solange wir das Wasserhäuschen da hinten noch nicht haben, müssen wir es noch von Hand bewässern. Sobald wir das Wasserhäuschen haben, können wir, dann läuft es automatisch, die Bewässerung, aber haben wir leider noch nicht. Da fehlt uns noch zu viel dafür. Aber wir sind ja am Arbeiten. Zack. Ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, wirklich, wenn ich jetzt offscreen rübergehe, zum Kupferspot den zweiten Extraktor mitnehmen. Und werde dann da noch den Kupfer extrahieren mit dem zweiten, damit wir zweigleisig fahren. Weil wir brauchen so viel Kupfer. Das schafft der eine allein nicht. So. Dann lass mal gucken. Dann hauen wir hier die Gurke rein. Wasser ist nämlich nichts mehr. Genau. Das ist leider schade. Dafür ist hier schon mal voll. Zack. Schon mal der Vorteil. Und bei Schnee können wir auch einfach rausgehen. Oh, Junge. Was bist du denn? Hier. Bleib doch mal stehen. Mann, 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 Mann. Dieser Zaun.
Dieser Zaun. Bin hier mitten am Säen und dann kommt hier irgendeiner und nervt mich. Kann ich ja leiden. Wie Fußpilz. Boah, dieser Donner. Richtig geil. So, dann schmeißen wir die Gardoschka rein. So, dann schmutziges Wasser. Dann einmal die große Melone mit schmutzigem Wasser. Und dann brauchen wir nochmal schmutziges Wasser. Halt. Ja, schon fragwürdig, ne, dass nach dreimal das Ding schon leer ist. Natürlich schon ein bisschen schade. So. Dann können wir eigentlich platzierbares Essen. Schon nochmal welche hinstellen. Ah, es geht leider nicht auf, ne? Schade. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ah, schade. Aber was willst du machen? Dann machen wir hier noch ein paar rein. Ja, das wird. Das wird. So. Dann machen wir uns hier mal ein paar Bretter. Saatgut müssen wir auch gleich noch mitnehmen. Nehmen wir uns eine Kartoffel, einmal, das war's glaube ich, ne? Wir hatten nur drei oder vier? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube vier sogar, ne? Ja. Vier Bretter fehlen. So, dann machen wir hier nochmal eine Melone. Müsste noch was, ne, da ist nichts mehr drin, schade. Okay. Dann müssen wir raus. Hallo? Noch gibt's hier. So. Einmal. Eins, zwei, drei, vier. Dann. Noch einmal Gurke. Gurke ist wichtig. Zack. So. Einmal Wasser. Zweimal Wasser. Dann einmal Gurke. Einmal Kartoffel. Dann brauchen wir noch Wasser. Huch. So. So jetzt. Na. Können wir gleich noch Dösle machen, ne? So, dich können wir drin noch reinschmeißen. Zack. So, du brauchst Wasser. Ach, wenn das mal automatisch läuft, ist das so geil. Dann ist es so geil. So. Tür zu. Dann brauchen wir noch zwei Döschen. Zwei. Dann eins, zwei, drei. Und eine Dose. Zack, nochmal eine Dose. Und eins, zwei, drei. So, dann Essen. Da ja, fehlt noch eine Dose, ne? Eine bräuchten wir noch. Eine brauchen wir noch. So, eins, zwei. Hallo? Drei. Eins. Zwei, drei. Zack. So, läuft ja wie ein Länderspiel. Dann, die läuft noch 2 Stunden 8. Nehmen wir da eine mit. Und dich. So, sag ich doch, Essen sind wir eigentlich echt gut dran, ne? Essen läuft bei uns sehr, sehr gut. Ist hier noch Wasser drin? Nein. Gut, dann. Ja. Machen wir keine Steine mehr. Schade. Leider, leider, leider. So, dann. Dich machen wir noch nicht aus. Dich machen wir dann aus. Boah, erstmal. Du bist schon aus. Ist auch sehr gut. Und du bist auch aus. Okay. Gut. Und du läufst noch.
Sehr gut, dann läufst du hier mit. So, hier haben wir noch ein Eisen. Sehr nice, sehr nice. Hier haben wir leider nichts mehr. Gut, muss ich alles auffüllen. Kann ich ja dann auf dem Weg zum Kupferspot. Kann ich noch ein paar Steine mitnehmen. Der läuft doch. Sehr schön. So, gehen wir noch zusammen schnell pennen. Bisschen Energie auftanken. Und, oh, herrlich. Sehr schön. Ein wunderschöner Morgen. Guckt es euch an. Wie geil. Ein wunderschöner guten Morgen. Mit dem Vogel da oben. Müssen wir gleich wieder ein Foto machen. Sehr nice. So, dann trinken wir einen Schluck. Essen was. Trinken noch einen Schluck. Und sind eigentlich so gut wie safe, ne? Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich werde jetzt dann gleich nochmal den Extraktor schnappen, rüber zum Kupferspot laufen, den da aufstellen, noch ein bisschen Kupfer holen, noch ein bisschen was vorbereiten und dann starten wir ab in die nächste Folge. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was, euer MobusLP. Ciao, ciao.